Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und ich hoffe, ich kann euch diesen Feiertag versüßen mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 958 mit dem Titel Der versprochene Hafen. Die Roger Piraten feierten zusammen eine Party kurz bevor die große Piraten-Ära startete. Oden entschied, Wano Kuni in 20 Jahren zu öffnen. Seitdem sind nun 25 Jahre vergangen und Wano Kuni Akt 3 startet. Momonosuke und seine Untergebenen treffen sich in Udon ein. Aber dort sind weder Schiffe noch 4000 Männer. Es sieht so aus, als wären sie wohl angegriffen worden. Momonosuke kann weder mit Ruffy noch mit Hiyo in Kontakt treten, denn letzte Nacht gab es wohl einen Zwischenfall. Wir kriegen auch ein kleines Gespräch mit. Und zwar sagt Krokos zu Roger, er hätte zu viel getrunken. Roger erwidert daraufhin, dass er sich sowas nicht erzählen lässt von einem Trunkenboldarzt. Rayleigh bietet Oden bei seinen Vorhaben seine Hilfe an. Genauso wie auch Buggy und auch Shanks. Oden bedankt sich, doch der Kuzuki-Clan müsste dies alleine regeln, sagt er. Er nennt Buggy Buggy Shiro und Shanks Shanks Taru. Oden sagt auch, dass es ein Mysterium ist, weshalb Wano Kuni seine Grenzen geschlossen hat. Also, das heißt, wir haben so ein kleines Geheimnis, warum denn Wano Kuni überhaupt geschlossen wurde. Möglicherweise hängt dies mit dem World Century zusammen. Akt 3 scheint nun endlich zu starten und wie wir wissen, ist das Akt 3 in einem Kabuki-Theater eine Tragödie. Es soll viele Kämpfe geben und der Höhepunkt wird eine Tragödie sein. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ganz Akt 3 in Wano Kuni uns ein bisschen down bringen soll und so ein bisschen so, boah, Ruffy hat ja doch keine Chance und sie werden niemals gewinnen können und dann erst in Akt 4 und Akt 5, also bam, 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 doch. Wir sehen auch schon ein paar Spoiler-Bilder. Und die sehen aber bisher nicht weiter interessant aus, außer dass Oden echt fucking huge ist. Also der ist echt groß, muss man mal sagen. Und wir sehen noch ein Bild, wo Momonosuke wohl auf Inuarashi trifft und Inuarashi trägt ein Boot. Aber was es jetzt damit auf sich haben soll, bin ich auch noch etwas überfragt. Naja gut, auf jeden Fall hoffe ich, diese Spoiler haben euch gefallen. Oh, halt nein, bevor ich es vergesse. Es gibt sogar noch ein Bild, was rausgekommen ist. Und zwar sehen wir, wie Orochi lächelt und zwei Damen in seinen Armen hat. Also möglicherweise hat Orochi von dem ganzen Treffen, hat er ja was mitbekommen. Doch, das wissen wir sogar, dass er was mitbekommen hat. Er hat ja den Zettel gelesen und hat dort seine Leute hingeschickt. Und die haben einfach mal Franky und Ruffy und so überfallen. Das wäre jetzt schon heftig, wenn die auf einmal alle gefangen genommen gewesen wären. Boah, brutal. Na gut, auf jeden Fall hoffe ich, diese Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen und einem Like nach oben. Bis zum nächsten Video, also morgen dann das Kapitel-Review. Ich bin echt noch viel zu müde. Wünsche euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.